Herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Mittwoch. Heute erwartet Sie unter anderem das. Denken ohne Grenzen, Europäische Talentakademie fördert Jugendliche in Lindau. Kurz vor der Allgäuer Festwoche in Kempten wird traditionell das Festbier vorgestellt. Und der schönste Tag im Leben, Textilmuseum Mindelheim zeigt Brautmode von 1800 bis heute. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants, über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Sommerzeit ist Ferienzeit. Während sich die meisten bayerischen und württembergischen Schüler gerade intensivst erholen, büffeln die Teilnehmer der Europäischen Talentakademie, was das Zeug hält. Dabei geht es um Themen wie: Wie funktioniert ein Radio oder was ist der Sinn des Lebens? Hinter der Akademie steht dabei die Fraunhofer Gesellschaft, die sich so um die Wissenschaftler von morgen bemüht. Melanie Müller und Thomas Kehrer berichten. Es sieht aus, als würden sie einfach ein bisschen spielen. Doch für die Teilnehmer der Europäischen Talentakademie in Lindau ist es mehr als Unterhaltung. Sie lernen an den Gesellschaftsspielen Stück für Stück Strategien zu erkennen und mathematisch zu erklären. Die Akademie für hochbegabte Jugendliche wurde von der Fraunhofer Gesellschaft bereits vor 7 Jahren ins Leben gerufen. Weil es uns natürlich ein Anliegen ist, mit diesen begabten Jugendlichen frühzeitig in Kontakt zu kommen, um die auch als spätere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Fraunhofer zu gewinnen. Wir fördern die Jugendlichen hier auch im naturwissenschaftlichen Denken. Und das ist für Fraunhofer wichtig, weil wir diese Menschen brauchen, die eben an unseren Instituten dann die Forschung weiter betreiben. Die für die 10. und 11. Jahrgangsstufe ausgerichtete Akademie dauert 2 Wochen. In der Zeit lernen die Jugendlichen nicht nur zusammen, sie wohnen auch gemeinsam in Lindau. Dieses Jahr haben sich für das Projekt über 200 Schüler beworben. Dabei gibt es nur 60 Plätze zu vergeben. Die Noten sind gar nicht so entscheidend, um hier mitzumachen, sondern es geht vielmehr darum, dass man Spaß hat, Sachen auch in anderen Dimensionen zu denken und zu betrachten. Dass man also über den Tellerrand hinausschaut und durchaus auch mal Sachen verknüpft, die so auf den ersten Blick vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben. Deshalb bietet die Fraunhofer Gesellschaft nicht nur naturwissenschaftliche Kurse an. Um freies Denken in Gang zu setzen, haben sie auch Geisteswissenschaften mit Literatur und Musik integriert. Weil wir der Meinung sind, es muss eine ganzheitliche Förderung stattfinden. Dass man also sich mit einem Thema mal von Anfang bis Ende auseinandersetzt. Und auch für Naturwissenschaften ist das wichtig, sich mit geisteswissenschaftlichen Themen auseinandergesetzt zu haben, auch wissenschaftlich. Und deswegen haben wir hier auch Kursleiter und Referenten, die wirklich Profis sind in ihrem Fach, damit die Jugendlichen eben auf hohem Niveau ihre Fragen stellen können und man gemeinsam nach Antworten sucht. Das gelingt so die Organisatoren besonders gut wegen der entspannten Atmosphäre in den Kursen. Denn Konkurrenzdenken und Notendruck gibt es hier nicht. Egal ob beim Morsen oder am Oszilloskop, jeder bringt so viel ein, wie er will. Besonders wichtig ist den Veranstaltern der grenzübergreifende Austausch zwischen den Teilnehmern. Denn die kommen neben Bayern auch aus Österreich, Italien und der Schweiz. Nach der Akademie hat sich ein sehr gutes Netzwerk im Regelfall gebildet, was über die Akademie lange Zeit Bestand hat. Das wissen wir so aus den 2005er Absolventen, die es ja auch schon gibt, die sich teilweise dann auch in privaten treffen, die teilweise in gleichen Städten studieren, die auch einen engen Kontakt wieder zu Fraunhofer pflegen, weil sie dann eben Praktikumsplätze suchen, weil sie mitarbeiten wollen schon an den Instituten. Und da kommt sehr viel zurück von dem, was man so reingegeben hat, investiert hat. Und das ist natürlich eine sehr große Freude. Zeit zum Forschen haben die Teilnehmer nur noch bis zum kommenden Freitag. Doch bereits Ende Oktober werden sie sich beim Nachbereitungswochenende wieder treffen. Sie gehört zur Allgäuer Festwoche wie die Bierzelte und die Aussteller, die traditionelle Festbierprobe. Wenige Tage vor der Eröffnung sind dazu gestern wieder zahlreiche Politiker und Ehrengäste ins Hotel Sonnenhang in Kempten gekommen. Gastgeber waren wie im Jahr zuvor die Rettenberger Brauereien Zöttler und Engelbräu. Die sind heuer wieder zuständig für das Festbier und das Festbierradler. In feierlichem Rahmen durften die geladenen Gäste gestern Abend beides probieren. Und auch meine Kollegen Martina Herz und Peter Böhr haben sich das nicht entgehen lassen. O-Zapf ist. Mit dem traditionellen Anstich des Festbiers geraten einige turbulente Wochen erst einmal in den Hintergrund.
Zuerst verbrannte im Februar die komplette Inneneinrichtung des Festzelts, dann waren auch noch die Plane nicht mehr auffindbar. Weil das allgäuerischer gestaltete Festzelt letztes Jahr aber so gut ankam, wollte man an altbewährtem festhalten. Und wenn schon alles neu gemacht werden muss, dann kann man auch das eine oder andere Detail verbessern. Wie Sie vielleicht gehört haben, wurde ja unsere Inneneinrichtung ein Raub der Flammen und es wurde alles wieder neu gemacht. Wir konnten in Details natürlich Verbesserungen durchführen. Ganz neu haben wir dieses Jahr eine neue Box bekommen, Heugarten genannt. Und da lassen Sie sich überraschen, da haben wir auch die Stadt Kempten mit schönen Motiven. Ein Motiv aus der Reichsstadt und ein Motiv aus der Stiftstadt. Wie gesagt, mehr will ich dazu nicht sagen. Mit im Zelt integriert. Wir haben also die große Plane am Giebel von dem Dorf Rettenberg haben wir also ein bisschen, sage ich mal, zurückgedrängt und haben auch Kempten hervorgehoben. Das Festbier bzw. das Festbierradler wurde auch heuer wieder von den Rettenberger Brauereien Zöttler und Engelbräu gebraut. Nein, ich muss wirklich sagen, ich finde von der Farbe her ist es ein wunderschönes Bierware. Wir haben das Bier auch zweimal vergoren. Dadurch ist es vom Trunk her sehr schlank, obwohl es natürlich schon hat schon eine Kraft, hat schon eine Power. Ungefähr 6% Alkohol. Ist aber ein richtiges Festbier, ein Festwochenbier. Aber ich finde es super süffig. Freue mich drauf. Es ist eingebraut mit einem süffigen Festbier, mit dem Stammwürzegehalt von 13,6 Volumenprozent. Der Stammwürze entspricht einem Alkoholgehalt von ungefähr 5,6 Volumenprozente, verbunden oder gemischt mit einer frischen Zitronenlimonade, sodass wir dann letztendlich ein Volumenprozente von 3,2% für das Festbierradler haben. Als erste probieren durften gestern bei der Festbierprobe im Kemptener Hotel Sonnenhang vor allem Stadträte und andere Vertreter des öffentlichen Lebens. Nein, es schmeckt sehr gut. Ein sehr süffiges Festbier in diesem Jahr. Wir dürfen uns alle drauf freuen. Sau gut schmeckt es. Doch, kann man lassen. Schön malzig, schön fruchtig, echt gut. Doch. Hervorragend. Ja, also mir schmeckt es hervorragend. Der erste Schluck ist ganz prima, weil man weiß, dass man sich auf die Festwoche freuen kann. Und ich habe aufs Radler ganz bewusst zuerst verzichtet, damit man es wirklich schmecken kann, das Bier. Ja, schmeckt sehr gut. Ich habe erst mal für den ersten Durst ein Radler probiert, aber ich muss zugeben, wenn sonst schon nichts nach Sommer riecht, das Einzige, was nach Sommer riecht. Einfach ein Festwochenbier. Einfach perfekt. Es ist süffig, es schmeckt einfach, wie es zur Festwoche gehört. Gut. Die Essenspreise werden heuer um 2,5-3% steigen. Erfreulich hingegen ist, dass der Bierpreis stabil bei 7,20 Euro liegt. Damit steht wohl fest, auch im neuen, alten Festzelt wird das Festbier wieder in Strömen fließen. Ja, und die Festwoche beginnt am Freitagabend im Festzelt. Offizielle Eröffnung ist dann am Samstag um 10 Uhr. Und auch TV Allgäu und RSA, der Allgäu-Sender, sind natürlich wieder dabei. Von Freitag, den 19. bis Sonntag, den 21. August, wird meine Kollegin Julia Thalkofer durch das Programm auf der Medienbühne im Stadtpark führen. Mit dabei am Freitag ein niegelnagelneuer Schlepper von Fendt, an dem man sich auch fotografieren lassen kann. Am Samstag wird dann ein Thema der Motorsport sein mit den beiden Rennstellen Abt und Engstler. Und da wird dann sicher auch ein Rennauto live an unserer Bühne stehen. Und ebenfalls vor Ort sind dann auch unsere Kandidatin aus unserer Abnehmreihe Beauty and Sports, die zusammen mit Palestra B und der Ernährungsberatung Fit Schlank Aktiv in 8 Wochen bis zu 20 Kilo abgenommen haben. Am Samstag wird dann gekocht. Zusammen mit der Meckatzer Brauerei geht es um Rezepte rund ums Bier. Das gesamte Programm unserer Medienbühne finden Sie auch im Internet unter www.tv-allgäu.de/festwoche2011. Dabei sein lohnt sich, ebenso wie bei unserem Nachrichtenüberblick gleich nach der Werbung. Allgäuer Brauhaus. Von Anfang an Leidenschaft für gutes Bier. Ein Genuss. Unser Bier zum Jubiläum, das Allgäuer Brauhaus Original. Spritzig, weich und frisch. Allgäuer Brauhaus. Brautradition aus Kempten. Ein
Energieträger, der mich unabhängig macht von Öl und Gas? Der nachwächst und auch unseren Kindern noch zur Verfügung steht? Pellets, die Energie, die nachwächst. Setzen Sie auf nachhaltige Rohstoffe unserer Heimat und starke Partner aus der Region. Informieren Sie sich www.pellets-solarteam.de. Komfort in guten Händen. Die Sonderschau auf der Allgäuer Festwoche in Halle 7. Es erwarten Sie jede Menge Attraktionen und Informationen von und mit den Meisterbetrieben der Innung Spengler, Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik Kempten Oberallgäu. Wir bringen Komfort in Ihr Leben. Jetzt ganz neu in Kempten. Palestra B, der Fitmacher für Ihren Körper. Ob Muskelaufbau, Rückentraining, Kräftigung des Bindegewebes oder ganz einfach nur Fett weg. Erfolge in kürzester Zeit mit EMS-Training. Waffenbär, das Einkaufserlebnis in Kempten. Für Jäger, Sportschützen, Angler und Trachtenmode. Das Ereignis des Jahres. Kempten begrüßt Sie zur Allgäuer Festwoche. Die bedeutendste Wirtschaftsmesse der Region mit 400 Ausstellern und vielen neuen Erlebnisbereichen. Endlich Festwoche, das größte Sommerfest im Allgäu mit Highlights aus Kultur, Sport und Unterhaltung für die ganze Familie. Allgäuer Festwoche, die Erlebniswoche in Kempten vom 13. bis 21. August. Treffpunkt Freizeit. Geschichten und Berichte aus unserer Heimat. Tourismus und Freizeit. Kultur und Brauchtum. Sehen, was das Allgäu bewegt. Wir sehen uns im Treffpunkt Freizeit. Die Meldungen vom 10. August 2011. Bei einem Bahnunfall bei Pfaffenhausen sind heute Morgen zwei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Das Auto des Ehepaares war an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Regionalzug erfasst worden. Das Fahrzeug wurde daraufhin in ein Getreidefeld geschleudert. Die 49-jährige Frau wurde im PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihr 58 Jahre alter Mann kam mit leichten Verletzungen davon. Die Zuginsassen blieben unverletzt. Sie wurden mit einem Ersatzbus an ihr Fahrziel weiter befördert. Der Schaden am Zug wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. An dem gleichen Bahnübergang hatte es 2009 schon mal einen schweren Unfall gegeben. Damals wurde ein Autofahrer getötet. Das Krankenhaus Füssen will sich künftig noch stärker im Bereich der Bauchchirurgie engagieren. Das hat der Klinikverbund jetzt mitgeteilt. Demnach soll Füssen zu einem bauchchirurgischen Zentrum werden, in dem unter anderem Gallenblase und Blinddarm minimalinvasiv entfernt werden können. Außerdem kann der überwiegende Teil von Erkrankungen an Magen und Dickdarm in Füssen behandelt werden. Die Picasso-Ausstellung im Lindauer Stadtmuseum geht in die Verlängerung. Seit Anfang April haben rund 40.000 Besucher die Ausstellung angesehen. Aufgrund der hohen Nachfrage haben die Verantwortlichen bereits zur Halbzeit beschlossen, die Ausstellung um eine Woche zu verlängern. Bis einschließlich 28. August haben Besucher jetzt die Möglichkeit, 50 originale Handzeichnungen des spanischen Künstlers im Stadtmuseum Lindau anzusehen. Danach werden die einzelnen Exponate wieder ihren Weg in namhafte Ausstellungshäuser wie die Frick Collection in New York antreten. Weitere Informationen zur Ausstellung und zu den Öffnungszeiten erhalten Sie im Internet unter www.picasso-lindau.de. Der Landkreis Unterallgäu will in seinem Fuhrpark künftig auf Elektrofahrzeuge setzen. Derzeit läuft eine vierwöchige Testphase. Dabei können die Mitarbeiter des Landratsamtes für ihre Dienstfahrten auf Elektrofahrzeuge zurückgreifen, die jetzt von der LEW übergeben wurden. Auch ein Elektrofahrrad steht zur Verfügung. Läuft der Test erfolgreich, will das Landratsamt künftig auch selbst Elektroautos für den Fuhrpark anschaffen.
Zwei Wochen früher als üblich hat am Bodensee die Apfelernte begonnen. Sonne in der Blütezeit und Regen in den vergangenen Wochen haben dafür gesorgt, dass die Äpfel früher gereift sind als in den vergangenen Jahren. Geerntet werden zunächst die sogenannten Frühsorten. Diese Sorten machen etwa 3-4% der Gesamternte aus. Die Haupternte startet dann Anfang September. Auch der Bodenseewein kann heuer früher geerntet werden als sonst. Nach Angaben der Winzer am Bayerischen Bodensee kann mit der Lese bereits Mitte September begonnen werden. Vor allem die zuletzt teils kräftigen Niederschläge hätten den Rebstöcken gut getan. Außerdem rechnen die Winzer in diesem Jahr mit einer guten Weinqualität. Und zum Schluss kommen wir noch zum Sport. Ein alter Bekannter kehrt an den Füssener Kobelhang zurück. Wie der Eishockey-Oberligist EV Füssen mitteilte, hat Ruslan Bestschasny einen neuen Vertrag bei den Leoparden unterschrieben. Der 32-jährige Ukrainer hatte bereits 7 Jahre für den EV Füssen gespielt, war dann aber vor 2 Jahren zurück in seine Heimat gegangen. In der kommenden Saison besetzt er eine der beiden Kontingentstellen im Team. Ja, soweit also die Meldungen aus der Region und jetzt die Wettervorhersage. Top-Marken zu Fabrikverkaufspreisen im Allgäu-Outlet in Sonthofen. Viele Artikel bis zu 70% reduziert. Outlet-Shopping für die ganze Familie und jeden Geldbeutel. Die Nacht zum Donnerstag ist trocken. Es klart zunehmend auf. Bis zum Morgen hin kühlt es deshalb im gesamten Sendegebiet auf 12 bis 6 Grad ab. Der morgige Vormittag wird schön und trocken. Die Temperaturen steigen schnell an. Am Bodensee werden dabei bis zu 16 Grad erreicht. Der Nachmittag wird mit Höchstwerten von 23 Grad schön und warm. Im Oberallgäu ziehen ein paar Quellwolken auf, die bleiben aber harmlos. Auch am Freitag ziehen einige Wolkenfelder vorbei, es bleibt aber trocken und warm. Das Wochenende beginnt sonnig und sommerlich warm. Das Thermometer klettert dabei bis auf 25 Grad. Bereits am Sonntagnachmittag entlädt sich die schwüle Hitze schon wieder in Gewittern. Danach kühlt es rasch ab. Mode, denken viele, ist etwas, auf das zu viel Wert gelegt wird, denn sie ändert sich eh mindestens 4-mal im Jahr. Tatsächlich aber gehört Mode genauso zur Kulturgeschichte wie beispielsweise Musik oder Literatur. An der Mode kann man die Zeichen der Zeit lesen, die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen. Auch die Brautmode macht da keine Ausnahme. Denn Brautkleider sind nicht einfach nur weiß und hübsch anzuschauen. Auch sie haben sich über die Jahrhunderte hinweg entwickelt und verändert. Besonders eindrucksvoll macht das die Ausstellung Der schönste Tag im Leben deutlich, der derzeit im Textilmuseum in Mindelheim zu sehen ist. Meine Kollegen Dorothea Seifert und Thomas Kehrer waren für uns vor Ort. Gäste stehen links und rechts bereit. Das Brautpaar wartet vor dem Altar. Die Hochzeit kann beginnen. In der Brautmodenausstellung begibt sich der Besucher auf eine Reise in die Vergangenheit. Von heute bis ins 19. Jahrhundert. Und das aus einem speziellen Anlass. Wir haben in Mindelheim seit 25 Jahren ein Textilmuseum und da wollten wir eine große Jubiläumsausstellung machen. Und dann haben wir eben geschaut, was gibt es in unseren Beständen. 17.000 Objekte haben wir an einigermaßen geschlossenen Bereichen. Und da ist uns ein ganz schöner Bestand von 24 Brautkleidern eingefallen. Ich sagte, das wäre doch was, da könnte man was anfangen. Und dann haben wir noch in Mindelheim einen Aufruf über die Presse gestartet, wer Brautkleider zu Hause hat und Hochzeitsfotografien. Und dann haben wir noch mehr 24 bekommen und jetzt haben wir 48 Kleider da drinnen. Das ist eine ganz schöne Sache. Die 60er Jahre. Das Jahrzehnt der Flower Power Bewegung. Das beliebte Blütenmotiv findet sich auch in der damaligen Brautmode wieder, in Spitzen und Stickereien. In den 50er Jahren dagegen orientiert man sich am New Look von Christian Dior. Für die weiten Röcke benötigt man Unmengen an Stoff, die in Zeiten des Wirtschaftswunders wieder zur Verfügung stehen. Anders sieht das zur Zeit des Zweiten Weltkriegs aus. Die Kleider sind oft aus Fallschirmseide oder Vorhangstoffen genäht. Die weiße Farbe rückt in den Hintergrund. Es werden gewöhnliche Kleider bevorzugt, die man auch im Alltag tragen kann. In der umfassenden Sammlung findet wohl jeder Besucher sein Lieblingsstück. Ich habe genau genommen 3 Lieblingsstücke. Das erste ist ein opulentes Brautkleid der Gräfin Tatjana Fugger. Ein üppiges Stück, das sich von der Robe der Prinzessin Diana Spencer damals inspirieren ließ, mit einer, ich glaube, 6 Meter langen Schleppe.
Das zweite ist das ungeheuer schöne Seidenkleid ihrer Mutter, der Fürstin Gunilla Fugger, die 1942 in Schweden geheiratet hat, eine richtige Fürstenhochzeit. Die haben wir auch bildlich ganz gut dokumentiert. Das ist eine glänzende Seide, dass man nasse Äuglein bekommt, so schön. Und das letzte ist das Brautkleid von 1800, ein Empirekleid aus der Zeit Napoleons, das sich erhalten hat, fast neuwertig und das auch unerhört schön ist. 48 Brautkleider in allen Variationen, oft weiß, aber auch schwarz. Mal feminin und elegant, dann wieder hemdartig und funktional. Alles dreht sich hier um die Braut. Und wo bleibt der Bräutigam? Ja, ich muss mit Trauer feststellen, dass die Bräutigame fast keine Rolle spielen. Wir haben einen Gehrock und eine sehr noble Uniform. Ansonsten gibt es keine Hochzeitsanzüge, weil wir als Hochzeiter vermutlich so furchtbar uninteressant sind als Männer, dass sich da kaum was erhalten hat und dass es auch neben den Brautkleidern einfach verblasst. Eines erfährt man dann doch. Der Ursprung des klassischen schwarzen Anzugs liegt in der Französischen Revolution. Davor durfte nur der Adel bunte Stoffe tragen, die Bürger waren zu schwarz verpflichtet. Nach der Revolution trug man den schwarzen Anzug mit Stolz als Ehrenkleid. Wissenswerte Geschichten wie diese gibt es zuhauf in der Ausstellung. Ja, wir haben in der Ausstellung zuerst eine Einführung in das Heiraten überhaupt. Was gehört an rechtlichen Dingen dazu? Welche Symbole gehören dazu? Welche Bräuche gehören dazu? Geschenke und so weiter. Dann haben wir Accessoires, Brautkränze, Brautschleier. Wir haben einen der ältesten überhaupt erhaltenen Brautschleier bei uns aus dem Jahr 1825. Und ein ganz hübsches silbernes Diadem und natürlich eine Unzahl historischer Fotos. Das älteste Foto, das wir haben, stammt aus dem Jahr 1867, etwa 30 Jahre nach Erfindung der Fotografie. Und egal ob Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, eines wird die Hochzeit wohl immer bleiben: der schönste Tag im Leben. Nach dem enttäuschenden dritten Platz in der vergangenen Bundesliga-Saison will der Fußball-Rekordmeister FC Bayern München heuer wieder die Schale holen. Und genau dafür haben sich die Bayern nicht nur personell verstärkt, sondern sich auch ernährungstechnisch einen neuen Partner ins Boot geholt. Künftig lässt sich das Team um Trainer Jupp Heynckes nämlich aus dem Unterallgäu mit Joghurt und anderen Milchprodukten beliefern. Ab sofort ist die Firma Ehrmann aus Oberschöneck offizieller Ernährungspartner des FCB. Für das Unternehmen ist das Engagement in der ersten Bundesliga allerdings nichts ganz Neues, denn Ehrmann ist gleichzeitig auch Hauptsponsor des SC Freiburg. Jan, wir sind gleich wieder für Sie da, dann mit Infrarotkabinen. Und was es damit auf sich hat, das erfahren Sie nach der Werbung. Die Allgäuer Festwoche, nicht ohne Fendt. Auch in diesem Jahr sind wir für Sie vor Ort bei der größten Wirtschaftsausstellung im süddeutschen Raum. Sie suchen optimale Werkzeuge für optimale Arbeitsergebnisse? Wir haben sie alle. Besichtigen Sie hochwertige Holzbearbeitungsmaschinen von Scheppach. Sie finden uns im Freigelände vor Halle 6. Fendt, Ihr fantastischer Partner aus Markt Oberdorf im Gewerbegebiet West. Jetzt neu in Kempten Ursulas Ried. BayWa Baustoffe. Wir beraten Sie bei Neubau und Modernisierung, Innenausbau und Gartengestaltung. Vom Keller bis zum Dach, alles aus einer Hand. Baustoffe und Bauwerkzeuge namhafter Hersteller in Profiqualität. Wir liefern direkt an Ihre Baustelle. Mit Kompetenz und Topqualität immer gut beraten. Bauen Sie auf Qualität. BayWa Baustoffe. 10-mal im Allgäu. Kommt an Bord ins Nautila. Bunte Kinderspielwelt, ein vielseitiges Aqua-Fitness-Programm, wohltuender Saunagarten und natürlich familienfreundliche Preise. Freizeitbad Nautila, die Badesport- und Wohlfühlinsel in Illertissen. Einzigartig im Allgäu. Steinstarke Ideen aus Naturstein für die Gestaltung Ihres Gartens. Faszination Naturstein auf über 2000 Quadratmetern. Im Ideengarten Ihrer BayWa Baustoffe in Buchlohe und Kempten. Bauen Sie auf Qualität. BayWa Baustoffe. 10-mal im Allgäu. TV Allgäu und RSA, der Allgäu-Sender, präsentieren Sternblut. Am 20. August von 14 bis 15 Uhr live und unplugged auf der Allgäuer Festwoche. Die zwei Mädels aus dem Ostallgäu begeistern ihr Publikum mit authentischen Songs über Träume, Sehnsüchte und ehrliche Gefühle.
Freuen Sie sich auf das Konzert mit Sternblut am 20. August und anschließende Autogrammstunde mit unseren Stars aus dem Allgäu. Der Kuni aus Sulzberg ist eigentlich im Schuhgeschäft. Schon seit über 30 Jahren verdient Herbert Kunert sein Geld mit Schuhen. Eigentlich, denn seit mittlerweile 9 Jahren kümmert sich Herbert Kunert auch anderweitig um die Gesundheit seiner Kunden, und zwar mit Infrarotkabinen. Was es damit aber genau auf sich hat, das wissen meine Kollegen Evelyn Priep, Larissa Pucher und Thomas Kehrer. Was machen Infrarotkabinen im Schuhgeschäft, könnte sich der ein oder andere fragen. Dafür verantwortlich ist Herbert Kunert. Er ist seit seinem 22. Lebensjahr selbstständig und betreibt ein eigenes Schuhgeschäft. Dort widmet er sich ganz dem Wohlbefinden seiner Kunden. Nicht nur, was die passenden Schuhe betrifft. Ja, Gesundheit ist A und O. Ohne Gesundheit ist das ganze Leben bloß die Hälfte wert. Und deswegen habe ich ja immer mir um Gesundheit und um Füße und um Anatomie Gedanken gemacht. Und das passt gut in mein Konzept. Deswegen haben wir auch bequeme Schuhe und deswegen haben wir auch Infrarotkabinen. Das ist einfach Wellness pur. Seit 9 Jahren verkauft Herbert Kunert zusätzlich Infrarotkabinen. Zu den Tiefe-Wärmespendern ist er eher zufällig gekommen. Und das hatte für ihn damals nicht wirklich etwas mit Wellness zu tun. Ja, ich bin Fitness- und Gesundheitstrainer und eine Zeit lang ging es mir selber nicht besonders gut. Und nach vielen Arztbesuchen sind wir draufgekommen, dass ich quecksilbervergiftet war vom Amalgam. Und dann habe ich das ausleiten lassen, habe alles entfernen lassen. Und zusätzlich zu der Therapie vom Arzt hat er mir empfohlen, ich soll in eine Infrarotkabine reinsitzen, weil da gibt es eine hohe Giftausscheidung und da schwitzt man das nochmal richtig hinaus. Und alles zusammen, also die Ausleitung und die Infrarotkabinen, haben mir wieder das Leben lebenswert gemacht. Und das Leben von anderen möchte er nun auch wieder lebenswert machen. Zu seinen Kunden zählen zum Beispiel Landwirte, die ihr Leben lang gearbeitet haben, so Herbert Kunert. Die Kabinen hätten ihr Leben verändert. Das ist jetzt also so eine Infrarotkabine. Diese hier ist jetzt aus Zedernholz, das ist kanadische Zeder. Dieses natürliche Öl, wo da drin ist, das wirkt antibakteriell. Weil hier haben wir keine 90 oder 100 Grad, wo das infiziert. Okay. Da sind Keramikstrahler drin. Kein Ofen wie bei der herkömmlichen Sauna, wo die Luft warm macht, sondern hier durch die Keramikstrahler. Es ist Strahlungswärme, sprich Tiefenwärme, die trifft auf den Körper auf und dringt in den Körper einige Millimeter tief ein. Somit kommt die Wärme in den Blutkreislauf, kommt überall hin und durch das wird der Stoffwechsel extrem angeregt. Simuliert ein Körperabwehrverhalten, die Körpertemperatur erhöht sich um ca. 1 Grad und so ist die Immunsystem volle Kanne auf Abwehr und deswegen stärkt und kräftigt das einfach das Wohlbefinden und die Gesundheit. Und auch beim Abnehmen soll die Kabine helfen. Durch den Schweiß werden Schwermetalle und Giftstoffe sowie Fette ausgeschieden, so Kunert. Hier auf der sogenannten Schwitztabelle kann man die Bandbreite, was so eine Kabine bietet, erkennen. Letztendlich aber gilt für Herbert Kunert, ob mit gesundheitsfördernden Infrarotkabinen oder bequemen, geländetauglichen Schuhen, an erster Stelle steht für ihn die Zufriedenheit des Kunden. Ja, und mehr Informationen zu den Infrarotkabinen gibt's auf der Allgäuer Festwoche, denn dort ist Herbert Kunert natürlich auch dabei. Und das war es für heute. Wenn Sie uns bis morgen vermissen sollten, dann gibt es alle Beiträge der heutigen Sendung auch im Internet. Die Adresse lautet www.tv-allgäu.de. Morgen sehen Sie bei uns dann zum Beispiel, wie in Kempten der muslimische Fastenmonat Ramadan gefeiert wird und auch, warum Bürgermeister Ulrich Netzer dort dabei ist. Bis morgen also, wenn Sie möchten. Ich würde mich freuen. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen. Rund um die Uhr Strom. Zukunftsstrom. Feierstrom. Das alles ist Allgäustrom. Allgäustrom. Die heimatstarke Energie.